Du bist natürlich Weltfußballerin des Jahres letztes Jahr geworden. Du hast dazu einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet, dass Deutschland jetzt bei der Weltmeisterschaft in Kanada spielt. Du hast auch was mitgebracht heute. Ja, genau. Ich habe ein WM-Qualifikationstrikot mitgebracht. Das hast du getragen bei der Qualifikation? Genau. Ja, genau. Also, kannst du dich noch an so ein paar Spiele erinnern? Ja, ich glaube, das war das Russland-Spiel, wenn ich mich recht erinnere. Weißt du noch, wie es ausgegangen ist? Ich meine 8-0. Ja. 8-0. Sehr schön. Ja, kann man nochmal gratulieren. Dankeschön. Ja, ja, und das ist auch mein kleiner Anteil sozusagen für die Starthelferprojekte. Ich würde das gerne spenden und hoffe natürlich, dass sich möglichst viele Leute im Internet dafür begeistern können und vielleicht auch ihren Anteil dafür haben. Ich glaube, du hast sogar unterschrieben, ja? Mhm. Die Originalunterschrift der Weltfußballerin des Jahres, Nadine Kessler mit der Nummer 8. Also wir freuen uns, vielen Dank, dass du das für eine Auktion im Internet zur Verfügung stellst. Und wir hoffen, dass natürlich viele da mitmachen und darum wetten sozusagen oder einen Beitrag abgeben, damit viel Geld zusammenkommt für ein Starthelferprojekt. Vielen Dank, Nadine. Sehr gerne. Hallo ihr Lieben, das war mein Trikot bei der WM-Qualifikation gegen Russland. Und das möchte ich nun für die Starthelferprojekte von World Vision spenden. Im Internet wird es eine Auktion dafür geben und ich hoffe, dass irgendjemand von euch das Trikot ersteigern wird für einen guten Zweck, und ich wünsche euch allen ganz viel Freude damit.